Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zwar um Apps, aber es ist kein Apps-Test, sondern ich habe mir etwas Neues überlegt, nämlich eine Apps-Challenge. Und zwar geht es in dieser Apps-Challenge um die verschiedenen Minecraft-Klone, was sie Gutes und was sie Schlechtes haben. Als erstes kommen wir zu Crafted. Crafted ist eine der ersten Minecraft-Klone, die über Survival funktionieren. Es sieht im Gesamten ziemlich so aus wie das originale Minecraft, die Töne sind auch ähnlich, nur ein paar Texturen haben sich verändert. Crafted ist leider nur in 2D, aber sonst kann man hier genauso die Bäume abbauen, gibt es ein gleiches Crafting-Feld, ist dem ein bisschen schwierig von der Steuerung her, aber man kann, was bei Minecraft ein bisschen für die Anfänger fehlt, in einem Craftbook nachschauen, wie man was craftet. So. Also Crafted wurde aber leider aus dem App Store genommen, ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben zu stark Minecraft nachgemacht und deswegen hat die Lizenz gesiegt und Minecrafted rausgeschmissen. Ich habe es mir über Instalust besorgt, aber zu richtig spielen kann ich es auch nicht. So, nun kommen wir zum Minecraft Pocket Edition. Die Minecraft Pocket Edition ist von Original Mojang gemacht und hat somit alle Lizenzen. Es sieht am Anfang so aus, man kann es im Singleplayer oder im Multiplayer über Wi-Fi spielen. Die Blöcke gibt es so viele, sind das meiste eigentlich bloß Wolle. Was ziemlich cool ist, sind diese Pflanzen hier und auch die Stufen, Leitern und eben die Torch. Dann gibt es hier unten immerhin 3 Slots, das ist bei den meisten anderen Klonen nicht so, dass man so ein paar Slots hat, wo man seine Items reinmachen kann. Das Ganze kostet aber auch fast knappe 6 Euro, von dem es doch sehr teuer im Gegensatz zu manch anderen Klonen, zu denen ich nachher noch komme. Also die Bambus-Programmierung ist genauso wie beim richtigen Minecraft, man kann es nur direkt an Wasser setzen. Dann gibt es auch Glas und eben die Torches. Sand kann man hier aber auch in die Luft platzieren, es fällt damit nicht runter. Und man sieht hier auch, also die Stufen gibt es eben auch. Dann ist jetzt hier, wenn man abbaut, ist das so, es gibt einen weißen Kreis. Bei Sand oder so geht es ziemlich schnell, bei Obsidian am längsten, wie beim richtigen Minecraft auch. Und bei der Steuerung ist es so, eben die Pfeiltasten. Man kann da ganz einfach drüber gleiten auch. Und wenn man direkt an einen Block hinläuft, dann springt er automatisch. Aber man kann auch ganz einfach über diesen Mittelklick auch springen. So, jetzt kommen wir zum nächsten und meiner Meinung nach besten Minecraft-Klon. Es ist Eden. Das Ganze kostet 79 Cent. Und hat eine ziemlich coole Funktion. Die ist nämlich, man kann Maps aus dem Internet ins Internet hoch- und runterladen. So gibt es hier auch eine. Am Anfang sieht es hier ein bisschen wenig aus, was es in Blöcke gibt. Aber die Blockprogrammierungen sind meiner Meinung nach dafür um Welten besser. Zum Beispiel TNT, man kann es anzünden und es explodiert. Über diese Flamme kann man es anzünden. Dieser Block mit dieser Steinblock mit diesem Efeu oder so drauf. Daran kann man hochklettern. Dann kann man hier auf diesem blauen mit den Kreisen und auf dem Dreieck die beschleunigen ein. Und so kann man so Rolltreppen oder im Rollercoaster bauen. Dieser grau-schwarz karierte Block, auf dem springt man immer wieder hoch, wenn man auf ihn drauf springt, oder es schlägt einen zurück. Und das Wasser hat auch die Original, hat auch eine richtige Programmierung, es fließt ein paar Blöcke weit und ja, man schwimmt darin hoch. So, und das Zusätzliche ist noch, man kann jeden dieser Blöcke, also dieser Blöcke hier, auch Wasser, mit diesen Farben hier anmalen. Das ist eine ziemlich coole Sache. So braucht man keine 10 verschiedene Wolle, sondern man kann eine Wolle haben und die dann eben mit diesen Farben hier anmalen. So, dann gibt es seit dem neuesten Update jetzt auch Monster in diesem Spiel. Die kann man dann auch kaputt schlagen oder auch einsammeln. Und man kann auch vollkommen flache Ebenenwelten kreieren. Und so muss man sich nicht erst alles klein bauen. Dann habe ich hier mal noch ein Bild, wie es aussieht, wenn man jetzt zum Beispiel da unten die Jump-Blöcke hat. Dieses Loch kann man ganz einfach mit TNT machen, dass wenn man sich nach unten runtergräbt, TNT überall hinsetzt, es anzündet. TNT explodiert immer gleich, hat immer den gleichen Radius. Hier am unteren Bildrand sieht man auch noch so Klettersteine.
In verschiedensten Farben. So, nun komme ich zum letzten Minecraft Glue. Eden kostet übrigens 79 Cent. Ziemlich billig, ziemlich gut. So, nun zum letzten Minecraft Glue. Die Minecraft World Edition. Es sieht am Anfang so aus. Das My Worlds funktioniert meiner Meinung nach nicht so ganz. Und sonst habe ich mich da auch noch nie ganz beschäftigt, weil eigentlich kann man da über den PC die Welten reinladen, aber bei mir hat es bis jetzt noch nie geklappt. Liegt wahrscheinlich an Leitern und so. Da man das hier. Okay, ich hatte mal eine Version, da hat es mit den Leitern geklappt, aber irgendwie bekomme ich die nicht mehr. So sieht es bis jetzt, aber ich glaube, da gibt es eigentlich eine neue Version mit Torches und Leitern, aber ich finde sie eben nicht mehr. Es tut mir leid. Jedenfalls sieht es so aus, es gibt hier eben die Ores. Hier kann man nämlich sich runtergraben, dann gibt es Höhlen wie im richtigen Minecraft auch. Das gibt es eben bei Eden nicht. Aber die Grafik ist ein bisschen arg übertrieben hell gemacht. Und auch dieser Fog, also diese, ja, diese Wolken, dieser Nebel eben, das finde ich ein bisschen arg hässlich. Und auch das Laufen fühlt sich ein bisschen unflüssig an. Also, das war's jetzt auch mal vom ersten Habs Challenge. Also, meiner Meinung nach, Crafted das einzige Survival. Und die 5-6 Euro für Minecraft Pocket Edition lohnt sich kaum, da die Welten auch gerade mal auf 100 mal 100 oder nur ein bisschen mehr Blöcke begrenzt sind. Da kann man sich gar nicht richtig was bauen. Und von dem her würde ich allen Eden empfehlen, die mal ein bisschen Minecraft spielen wollen und eben auf Bus oder Bahn fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage mal bis zum nächsten Video.